Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leselust. Heute wieder aus der Stadtbibliothek Magdeburg. Aus dem Alltag ausbrechen, etwas ganz Verrücktes tun. Wer will das nicht? Ich will Sie heute auf verschiedene abenteuerliche Reisen nehmen, zu Fuß nach Rom und zu Fuß entlang der ehemaligen Grenze. Was sich hinter dem Buch Barfuß verbirgt, mehr dazu gleich. Für laue Spätsommernächte ist das Buch Barfuß von Michael Kleeberg zu empfehlen. Fesselnd und brutal zugleich reißt es den Leser in seinen Bann. Arthur K., Mitarbeiter einer Pariser Werbeagentur, wird in eine Verkettung von Missverständnissen verstrickt. Sein vermeintliches Liebesglück führt immer mehr zur Selbstaufgabe. Bis zur Auslöschung des eigenen Ichs. Insbesondere der Schluss raubt sicher so manchem die Nerven. Die Ernüchterung kam nicht in Schritten wie nach einem Alkoholrausch, sondern schlagartig, hart, unbarmherzig. Und die zweite Empfindung nach und neben der Scham war Hass auf den anderen, der ihn so im Privatesten gesehen hatte. Ein Wunsch, den Zeugen zu töten, zu beseitigen oder, da das nicht möglich war, ihn doch so schnell wie möglich ohne weiteren Wortwechsel zu fliehen und zu vergessen. Nun waren auch die Fesseln herabwürdigend und Karl zerrte an ihnen, um sich zu befreien. Psst, ruhig, flüsterte die Stimme Daniels. Das war sehr schön, keine Panik jetzt. Und Karl, was lese ich denn hier gerade vor? Nach Rom zu Fuß. Geschichte einer Pilgerreise erzählt davon, wie Autor Christian Jostmann aus seinem normalen Alltag ausbricht und sich zu Fuß auf den Weg nach Rom macht. Als er von München startet, hat er nur das Lebensnotwendigste mit. So macht er sich auf den Weg mit dem Ziel, in 2 Monaten anzukommen. Damit geht ein langer Traum von ihm in Erfüllung. Seine Erfahrungen, Gefühle und Erlebnisse hat er in diesem Buch festgehalten. Ein empfehlenswertes Buch, bei dem man selbst bald ins Träumen kommt, dem Alltäglichen zu entfliehen und sich auf eine Abenteuerreise zu begeben. Tat. Mitten durchs Land, eine deutsche Pilgerreise, so der Titel eines Buches, das uns mit auf Spurensuche in längst vergangene Zeiten nimmt. Der Autor, Peter Schanz, wagte eine Wanderung entlang des ehemaligen Grenzstreifens, heute liebevoll Grünes Band genannt. 1500 Kilometer von Süden nach Norden, durch bekannte und verträumte Orte wanderte er. Trifft auf Hoffnung, aber auch Resignation. Mit viel Herz und brutal ehrlich geschrieben, öffnet er die Augen für mehr Verständnis. Aber die Stimmung beim Seniorencafé mit respektablen Torten gegen Spende für den Museumsverein war gut.